ich bin mit mir selbst zufrieden, deswegen suche ich auch nicht nach schlechten Sachen an mir. Ich bin Ida, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Köln, also ich lebe in Köln. Ich bin Albanerin, geboren in Griechenland. Ich denke, das, was man an mir so anmerken könnte, dass ich Albanerin bin, ist, dass wir ein bisschen lauter sind. Das heißt, selbst wenn ich jetzt mit meiner Mutter telefonieren würde, dann schreien wir. Jetzt nicht extra, aber das kommt so rüber. Und dann denkt man sich, okay, streiten die sich jetzt? Aber nein, wir lieben uns. Ich mag es, dass ich selbstbewusst bin und dass ich auch so rüberkommen kann. Deswegen lächle ich auch gerne, weil ich mein Lächeln mag. Ich habe, bevor ich mich hier beworben habe, in der Immobilienbranche gearbeitet. Ich mache bei GNTM mit, weil ich es einen großen Schritt finde, in der Modelingbranche reinzukommen. Ich finde, ich habe gutes Potenzial, das zu machen. Ich bin auch vorbereitet, alles zu machen, was auf mich zukommt, damit ich mir wirklich einen guten Namen aufbauen kann und wirklich in der Modeling-Branche zu bleiben und nicht einfach zu gehen. Ich freue mich am meisten auf die Runways. Ich finde, da kann man richtig seine Attitude und Power zeigen und das ist etwas, was ich gerne mag. Für mich wäre es gar nicht so schwierig, mit so vielen Mädels zusammenzuleben, außer wenn die nicht aufräumen würden. Das ist etwas, was ich auch bei meinem Freund nicht mag. Manchmal, also er ist ein sauberer Mensch, er räumt auch auf, aber manchmal, so, es gibt so Sachen, denke ich mir so, das kannst du auch dahin stellen und dann sieht es viel besser aus. Ich bin in einer Beziehung seit 3,5 Jahren ungefähr und mein Partner unterstützt mich sehr dabei. Also er ist ein Supporter, wenn man das so sagen kann. Ich verlasse mein Haus nicht ohne das Handy, das ist schon mal sicher. Und zusätzlich mein Gloss, also irgendwas so Lip Balm, irgendwas, damit ich meine Lippen pflegen kann. Ich freue mich auf neue Adventures, das heißt, ich bin sehr gespannt.